Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Ratchet & Clank 3. Ja, nach 2 kommt 3, das wissen wir ja alle. Ich begrüße euch alle ganz recht herzlich und ich hoffe, wir haben viel Spaß in den dritten Teil. Und ja, was soll ich groß weiter sagen? Fangen wir mal an. So, Spiel laden, glaube ich nicht, dass das geht. Ich wollte hier in den Einstellungen nochmal Untertitel muss an. Mehr kann man hier nicht machen. Okay, dann hoffe ich mal, dass es nicht zu laut ist. Mehrspielertraining, Mehrspieler. Ach, hier kann man schon online spielen. Weiß ich gar nicht. So, dann legen wir mal einen Speicherpunkt an. Mein Blagschnaggelmonster verschlingt eine Mutanten-Sumpffliege. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Hey, was machst du? Schach und Matt. Was? Das ist geschummelt. Ganz im Gegenteil. Die Regeln besagen eindeutig, dass das Blagschnaggelmonster eine Allergie gegen Sumpffliegen hat, die 2 Runden anhält. Eine Wiederholung. Ihr Glück ist bemerkenswert, Sir. Aber können Sie denn auch mit Anstand verlieren? Gute Frage, Maximilian. Ich verliere nie. Es gibt immer ein erstes Mal. Agent Clank! Ha! Daneben! So viel zum berühmten Geheimagenten! Schockiert. Harry, fahr den Wagen vor. Und pass diesmal auf den Schleudersitz auf. Oh. Bleiben Sie dran, Geheimagent Clank geht gleich weiter. Das war super. Clank ist also jetzt ein Superstar. Toll. Schalter mal um. Aber er hat gesagt, dranbleiben. Setzen die Live-Schaltung nach Weldin fort. Vor wenigen Stunden wurde der Planet vollkommen überraschend von schrecklichen Aliens überfallen, den Tyrannoiden. Von offizieller Seite wird vermutet, dass der böse Robo-Superschurke Dr. Nefarius den Plan des Tyrannoiden-Angriffs ausgeheckt hat. Wie Sie sehen, wehren sich die galaktischen Schutztruppen wirklich tapfer. Sie sind aber diesen Tentakelmonstern nicht gewachsen. Es scheint, dass dieser abgelegene Planet in wenigen Stunden völlig zerstört sein wird. Dala Gretsch, Kanal 64 News. Wir fliegen heim. Aber Veldin ist in der Solana-Galaxie. Oh nein, nicht der gravimetrische Warp-Antrieb. Der ungetestete gravimetrische Warp-Antrieb? Der, den du aus Blagmetallschrott gebaut hast? Kommst du? Wir sind verloren. Juhu! Wie war das? Ich hab mich geirrt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Veldin. Und ich staune immer noch, dass die hier in der HD-Version das nicht mal geschafft haben, die Sequenzen auf Vollbild zu bringen. Sei also gegrüßt, Kunde Nummer 91802. Was? Hier ist ja mächtiger Krieg im Gange. Okay. Schauen uns hier trotzdem mal um. Ich finde, kann man denn hier den Ton nicht etwas leiser machen? Doch, hier geht es doch. Es ist mir arg zu laut gerade.
so ist. Weg hier. So. Moment mal. Ah, noch ein Makel. Steuerung. Normal. So. Runter. Links. Rechts. Jetzt ist es okay. Ja, da können wir nicht lang. Okay. Das sind doch die galaktischen Schutztruppen. Hey, da ist der neue Sergeant. Was? Hier, Sarge, nehmen Sie mein Gewehr. Es sind so viele, wir werden alle sterben. Und so haben wir unsere erste Waffe. Um deinen Schockblaster abzufeuern. Ja, und die Waffen können hier, so viel ich das weiß, ihr seht ja da V1, ich glaube bis V5 können die gehen. Allerdings haben wir hier jetzt auch bloß noch 10-mal Munition. Aber bis jetzt klappt es ja ganz gut und ich finde, das ist immer noch zu laut. Hallo? Ich hab das doch schon runtergedreht. Komisch. So. Oh. Bin ich froh, Sie zu sehen, Sarge. Das feindliche Fahrzeug beschießt uns. Jemand muss es ausschalten. Ich rat mal. Der jemand bin ich. Ein Freiwilliger. Hier, Sarge. Für Sie. Geben Feuerschutz. Von hier aus. Versuche, den Nitrowerfer gegen das Fahrzeug einzusetzen. Jetzt finde ich es allerdings wieder etwas zu leiser. Ich möchte, dass ihr auch was hört. Ah, vielleicht sollten wir die Musik so lassen und hier ein bisschen so. Hallo, ich hab doch. Wäre ich auch noch fast drauf gegangen. So, haben wir denn hier draußen noch irgendwas? Nein. Da ist aber noch was. Ach, hier kann man auch wieder die Waffen auswählen. Okay, nehmen wir den aber erstmal. Wir müssen wohl hier runter. Um eine Waffe auszuwählen, musst ja, du die habe ich gerade gemacht. Wir werden die erstmal ein bisschen leveln. Halte die L1-Taste gedrückt, um mit deiner Waffe präzise zu zielen. Ja, das kann man aber auch nicht immer machen, weil man weiß, wenn man unter Dauerfeuer ist oder so. Aber es macht wieder richtig Spaß hier. Kann mich auch an den dritten Teil, wie gesagt, kaum noch erinnern. Der Anfang jetzt, der hat mir zwar... Nee, hat mir überhaupt nichts gesagt. So. Kann ich hier hoch? Ja, hier kann ich hoch. Aber die Frage ist, gibt's hier irgendwas? Ihr wisst, ich versuche wieder so viel wie möglich mitzunehmen. Das heißt, überall genau gucken. Uiuiuiuiuiui. Jetzt haut er ab. Ach nee, da ist er ja noch. Der hat aber sehr viel ausgehalten, muss ich sagen. Ja, machen wir erstmal die Feinde fertig. Ich glaube, da ist dieses andere Ding besser. Genau. Ja, sorry, ich hatte wieder mal ein Out of Rage, ein Schwarzbild. Und das beim ersten Part gleich.
Aber ich würde mal sagen, dass es dann das gewesen sein muss. Ich glaube nicht, dass... Bis jetzt ist es ja immer nur einmal in einer Aufnahmesession. So. Ja, und ich nehme diesen Teil hier gleich nach Ratchet & Clank 2 auf, weil ich ja gerade noch gut drinne bin. Dachte ich mir, aber hochladen werde ich den natürlich erst viel später. So, der macht Ärger, okay. Dann kriegt er mal eine davon. Maximales Nanotech-Level hat sich erhöht. Und ich muss mal sagen, hier, Nanopack. Ach so, Leben, okay. Und ich muss mal sagen, hier. Steuerung im Optionsmenü umkehren. Ja, habe ich schon gemacht. Dass man viel weiter hier zielen kann. Habt ihr das gesehen? Ich habe hier, das war im zweiten Teil noch nicht so, da musste man näher rangehen, um zu treffen. Aber wir machen das hier alles in Ruhe. Wie viele Parts das werden, ist mir dann egal. Kennt mich ja, ich will das nämlich alles in Ruhe erforschen. Und wenn es geht, auch nichts verpassen. Stimmst du, kleines Mistvieh? Weg hier. So, der wurde schon von irgendjemand anders erschossen. Alles klar, wir müssen den hier. So, war ja wohl kein Problem. Was schießt du denn so lange auf den? Hier haben wir nochmal Munition gehabt. Will der was von mir? Ne, der. Ach, der salutiert sogar. Sehr gut. Geht's da weiter oder da oben? Das ist jetzt wieder mal die Frage. Da holen wir uns erstmal hier. Ich hoffe, das mit der Lautstärke geht jetzt. Also für mich ist es jetzt eigentlich. Ja, jetzt ist es okay. Nicht zu laut, nicht zu leise. Ach, ich weiß nicht, wo geht's denn? Ah, da geht's weiter. Da wollen sie nämlich mit dem Schiff fahren. Also gehen wir erstmal darüber. Ich frage mich, ob es hier eventuell irgendwo noch ein Platin-Bulk gibt. Waren es ja hier auch gewesen. Keine Gold-Bulks. Ja, und ich werde das dann wahrscheinlich immer so einen Wechsel machen mit God of War. Dass mal ein God of War-Teil kommt. Dann noch ein Ratchet & Clank-Teil. Ach, das ist die Brücke, die so zerstört war. Okay, die hatten wir ja schon gesehen. Okay, dann haben wir das hier auch. Und werde vielleicht noch Jack und Dexter dazwischen hauen. Und vielleicht noch Gears of War und Halo. Ich werde das dann immer so im Wechsel machen mit den Spielen. Weil ich bin jetzt nämlich knallhart dabei. Ich habe ja noch eine externe Festplatte, eine riesige. Das hier im Voraus ohne Ende aufzunehmen. Das heißt nicht, dass ich irgendwann, weil ich habe einfach Bock drauf. Wie ist die Lage? Die Tyros haben sich auf einen Stützpunkt im F-Sektor zurückgezogen. Wir sollen sie dort erledigen. Im F-Sektor niemals. Das ist Selbstmord. Wir landen alle auf dem Schrottplatz. Komm sofort zurück, Soldat. Wir müssen den Planeten retten. Sir, jawohl, Sir. So komisch, die Sequenz jetzt, die war wieder in Vollbild. Naja. Nee, das mache ich deswegen auch, falls da mal wieder Anfragen kommen, wie es. Ich hatte ja Ratchet & Clank 1 gemacht und dann kam ja ewig nichts mehr von Ratchet & Clank. Und. Ach, hier müssen wir den Raketen ausweichen, wenn mich. Ja, ja, da kommen Raketen. Die müssen wir ausweichen. So, das war's schon. Ja, und da hatte ich dann Anfragen gekriegt, immer ständig andauernd, wann der nächste Teil kommt und so. Ja, und da möchte ich schon ein bisschen vorsorgen.
Ah, der will immer noch nicht. Jetzt wurde er von anderen Truppen erwischt. Ich will mal eben hier oben gucken. Da sind die Landeschiffe der Tyrannos. Hier ist ja noch. Alter, es geht gar nicht kaputt. Dann sollte ich das wahrscheinlich nicht versuchen zu... Ihr schießt auf die Erde. Was ist denn das hier? Na gut, gehen wir mal runter. Na, die haben sie schon. Okay. Vorsicht, die Türen sind jetzt offen. So. Muss man mal richtig raufhauen hier. Na, bis jetzt mag ich, das ist ja wie die, im zweiten Teil war das ja die Witzpistole, glaube ich. Aber die haut jetzt schon gut rein, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal eben noch hier hinten, da stehen nämlich auch noch Kisten. Also Munitionsmangel dürfte man hier nicht haben. Na? Sieht mir hier schon wieder so aus, als ob hier irgendwo eventuell ein Platinbund versteckt. Oder nicht? Das Helipack haben wir denn nicht? Moment, haben wir nicht? Ah ja. Wir haben hier auch schon das andere. Genau. So. Ich glaube, hier haben wir uns jetzt umgeschaut genug. Und wenn ich was vergessen habe, wie gesagt, könnt ihr es in den Comments schreiben. Man kann ja jederzeit, glaube ich, noch hier wieder zurück. Ich hoffe es zumindest. Also so war es ja zumindest in jedem anderen Teil. Um nach links oder rechts auszuweichen, musst du die L2-Taste oder die R2-Taste während des Rennens gedrückt halten. Entschuldigung. So. Das wussten wir ja auch schon. Das war ja im zweiten Teil genauso, dass man hier dann so läuft. Aber da geht es schon weiter. Haben die dann echt hier noch kein Bult versteckt? Nix? Sehr komisch. Naja, anscheinend nicht. Und falls doch, hoffe ich, dass man hier nochmal zurückkehren kann. Sir, der Präsident ist in der Leitung. Wie steht es an der Front, Soldat? Ist das Geheimagent Clank? Guten Tag, Sir. Wir helfen hier aus. Das ist eine große Ehre. Und einen Chauffeur hast du auch dabei. Was? Nein, nein, nein. Einen Moment, Sir. Agent Clank, wir müssen Dr. Nefarious aufhalten. Nur ein Mann hat jemals einen Kampf mit ihm überlebt. Soeben erhielt ich einen Geheimbericht über seinen Aufenthaltsort. Hier, seht selbst. Die heutige Folge von Rätsel der Natur behandelt das Florana-Baumonster. Tief im Dickicht des Jambo-Waldes von Florana lebt ein mysteriöses Wesen. Oder vielleicht auch nicht. Es ist eins der Rätsel der Natur. Er ist direkt durch unser Lager gerannt. Er war splitternackt, schrie und hatte eine Banane dabei. Oder vielleicht war es was anderes. Vielleicht war es... Eins der Rätsel der Natur. Legenden behaupten, das mysteriöse Wesen sei einer der größten Superhelden, die es je gab. Scham über seinen Niedergang machte ihn zu einem Rätsel der Natur. Schalten Sie ab, um alles zu erfahren. Ihr müsst diesen Mann finden. Das Schicksal der Galaxie hängt vielleicht von ihm ab. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Typen meinen, Mr. President? Ja, er wirkt ein bisschen durchgeknallt, oder? Mag sein, aber er ist unsere einzige Chance. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuscht. Zählen Sie auf uns, Sir. Also das sah mir ja ganz nach Captain Quark aus. Wir werden sehen, ob ich recht hatte. So, da wären wir auch schon.
Cool. Ah ja, ich sehe schon, die Waffenkisten haben sich etwas verändert. So, war jetzt noch hier oben was beim Schiff? Ne, sieht nicht so aus. Aber es sieht richtig geil aus, finde ich. Ne? Schön bunt gestaltet. So, was haben wir denn hier? Munition. Ach, hier könnten wir jetzt noch einen, die nächste Waffe kaufen. Hier fehlt uns noch ein bisschen. Aber die Peitsche können wir uns schon mal kaufen. Klar, warum nicht? Was wir haben, haben wir. Um deine Peitsche zu werfen, musst du die R1-Taste gedrückt halten und die Kreistaste drücken. Ach so. Cool. Na gut, aber ich mache hier erstmal den ersten Schnitt und freue mich schon auf das Gebiet hier und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet & Clank 3 und vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich natürlich über Kommentare sehr freuen. Tschüss!